Wir gehen heute wieder rein in die Shorts. POV, dieser eine Freund. Und wir gehen rein. Hey, wollen wir heute was machen? Nee, ich bleib heute lieber mal zu Hause. Ich bin ein bisschen krank. Oh, oh. Nee, egal. Ich hab eh keine Zeit. Hi. Der ist im Park. Wir sind beste Freunde. Oh, oh. Gibt Ärger. Was machst du gerade? Ich hab doch gesagt, ich bin zu Hause. Er ist mein bester. Immer dieser Struggle, ob der oder der der beste Freund ist. Ey, ich kenne das tatsächlich. Aber war stark, gibt ein Like. Möchte jemand noch den letzten Berliner? Berliner? Also ich komme aus Baden-Württemberg und das Ding heißt bei uns Pfannkuchen. Was, das Krapfen. Was laberst du, was für Berliner? Das ist ein Pfannkuchen. Oh Leute, ich bitte euch, das ist weder ein Berliner noch ein Pfannkuchen. Das ist ein Krapfen. Hä, was für Krapfen, Mann? Krapfen? Was denn? Lass den Kampf in den Kommentaren beginnen, wie man dieses Ding richtig nennt. Ich hab es satt. Okay, gebt ein Like. Wir schauen in die Kommentare, was gewonnen hat. Wer hat das Berliner? 22 Berliner. 22.000 für Berliner, okay. Österreich Krapfen. Psychopathen Pfannkuchen. Also ganz eindeutig, Berliner gewinnt. Ich sag trotzdem Pfannkuchen. Egal, weiter geht's. Ich durchsuche erst PC. Und was ich gefunden habe, war krank. Schritt 1, anmelden. Saß dein Name? Oh. PIN ändern. Das ist der neue PIN. Schritt 2, WhatsApp. Ich liebe dich. Jo, das geht zu weit, ja? Any Leaks? Was? Da kommen ja richtig viele Nachrichten. Kula spielt mit unserem Herzen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Kann immer. Gib ein Like, bevor es losgeht. Let's go. Kula spielt mit unserem Herzen. Tu einen Mentos rein, glaub mir, dann ist voll. Wenn man seine Arbeit zurück hat. Oh, okay. Könnt krachen daheim, gibt ein Like. Fion, zeig her. Wenn man seine Arbeit zurück hat. Steht seiner Mutter nichts von der Mathe-Klausur, okay? Was hat deine Note mit meiner Mutter zu tun? Berechtigte Frage. Ich weiß, unsere Eltern telefonieren jeden Tag. Chill mal, meine Mutter sagt nie was. Ja, Sandra, was? Unsere Mutter schon am Telefonieren. Warte mal kurz, mein Sohn ist da. Nee, oder? Der Simon hat seine Mathearbeit wieder. Was hast du denn? Wir sind doch gar nicht mehr in der gleichen Klasse. Hä? Wirklich, keiner benutzt die Ausrede. Was denn das? Wenn deine Mutter dir was mitgebracht hat, boah, wenn es kein Energy ist, muss es Schokolade sein, sonst schwer. Ich bin wieder da. Super. Ich hab dir was mitgebracht. Und? Was hast du mitgebracht? Ja, setz mal auf. Ah. Herr Wer bist denn du? Du bist doch nicht mein Sohn. So, ab dem 10. Lebensjahr kann die Mutter keine Klamotten mehr kaufen. Bis 10 geht's, aber ab dann driftet das doch ziemlich weit auseinander. Schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch ähnlich ist oder nur bei mir so ist. Polizist rutscht in einer Kinderrutsche. Oh oh. Jetzt entschied diese Rutsche zu rutschen. Aber ganz kurz, hat er nichts Besseres zu tun? Egal, wir schauen das Video. Let's go. Wusste er noch nicht, wie schnell er sein wird. Nachdem er das Klettergerüst... Was? ...hochgeklettert ist, machte er sich bereit... Alter! Ja, okay, schwer. ...zu rutschen und seine Kollegen filmen es. Doch als er aus der Rutsche rauskommt, liegt er irgendwie auf dem Bauch und ist absolut zu schnell. Er war so schnell, dass er sich nicht mehr kontrollieren konnte, wie er rutscht. Und wenn du das lustig fandest... Okay, ehrlich? Gib ein Like, war sehr lustig. Ja, entschau mir, wie du uns sei. Bin gespannt. Nee, wie du uns sei. Oh, wow! This is so cool. Boah, eine Mille stark! Irgendwann werden wir den auch haben. Mach ein Abo hin, sind wir einer mehr. Let's go. I never thought I'd make it this far. Wie say? Ist das echtes Gold? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, okay, stark. Soll ich das denn noch hinstellen? Toll. Noch ein Staubfinger. Okay, das mit dem Staubfinger können von meiner Mom kommen. Aber Glückwunsch auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. 1 Million ist crazy auf YouTube. Ich habe 31.12. 2024 okay. Wird mein Jahr. Ich werde trainieren ohne Ende. Ja, schlau. Was mach gut. Du? Ich werde nur Einsen schreiben. Ich werde TikTok löschen, keine Süßigkeiten essen und ich werde verdammt nochmal reich. Und Bro, wieder zu den Jahresvorsitz. Klassiker. Starkes Video. Leider war. Alpha, Schüler macht Lehrer vor der Klasse lächerlich. Ah, okay, zeig. Kannst du Gott sehen? Nein. Nee. Kannst du Gott anfassen? Nee. Auch nein. Dann gibt es keinen Gott. Können Sie Ihr Hirn sehen? Nein. Können Sie denn Ihr Hirn anfassen? Auch nein. Wusste ich's doch. Also haben Sie kein Hirn. Berechtigter Einwand. Beim Date Furz. Nicht nur beim Date. In der Schule? Vorne an der Tafel kommt's am besten. Vertraut. Ja, ein Date? Und nee. Kenn ich nicht. Und du musst auf einmal richtig furzen. Oh mein Gott, Kann, du bist so süß, du bist so schlau, du bist so sexy, du bist so krass. Ach komm, hör auf, ich weiß, ich weiß. Boah, ich muss furzen. Was machst du da? Boah, wie verstecke ich den Furz? Ich lasse einfach ein Buch fallen.
Gute Idee, schlecht ausgeführt. Oh, ich hab gekackt. Eigentlich sollte ich das nicht so lustig finden. POV, deine Mutter hat dich gerade vor allen bloßgestellt. Oh. Beim Zocken in der Partylobby ist es schon manchmal schlimm, wenn Mutter reinkommt und dann auf einmal redet und so tut, als würdest du instant gestumm sein. Bin gespannt. Du musst gar nicht alles auf mich schieben. Du hast mich gerade blamiert. Du hast mich blamiert. Hör mal zu. Mama sieht Max. Geimpfter Tee, okay. Was ist denn los? Ich glaube, ich bin schwer krank. Was hast du dann? Schnupfen und es tut weh, wenn ich schlucke. Mandelentzündung. Bin kein Arzt, nur so als Tipp. Lupfer, Herr mir auf. Herr Doktor. Was sagt der Onkel Doktor? Keine Chance, wir müssen beide Arme und alle drei Beine am... Ich bin doch noch so jung. Spaß, sauf dein Tee und halt die Schniss. Boah, wieder... Immerhin ist der Tee jetzt voll. Klasse, ich hoffe, der Tee war geimpft. Errate die Zahl und ich kaufe dir, was du willst. Oh, okay. Wenn du ein bisschen richtig errätst, dann kaufe ich dir, was du möchtest. Du hast 3 Versuche. 4, 5, let's go. Babyspinat. Wenn mir mein Freund, ich nehme an, das ist eine Beziehung hier, kauft, was ich will und ich nehme dann als allererstes Babyspinat. Hä? Kauft dir V-Bucks oder keine Ahnung. Geh deine Haare machen, bisschen French auf die Nails. Keine Ahnung, doch kein Babyspinat. Wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Meine auch nicht, hä? Raps. Es wird immer komischer. Noch ein paar Chips. Nimm mal so einen Karton darunter. Ey, das ist halb leer. Ich dachte, der wäre voll. Alles zusammen 19,44 Euro. Hätte schlimmer werden können. Easy. Okay. Like. Cool. Ich hätte mich trotzdem anders entschieden. Boah, Fortnite-Clip von Prokey. Okay. Achtung, jetzt kommt gleich ein Snipe. Irgendwie habe ich es komplett im Gefühl, dass es gleich ein Snipe wird. Achtung, ja. Und... Boom. Und... Jo, wa... Als ob. Crack. Nice. DJ Ice Rolls hat keinen Bock mehr. Oh nein. Aber so ein Eis auf diesem Teller? Ich habe das noch nie gegessen, aber ich stelle mir das übertrieben lecker vor. Hat keinen Bock. Also Spoiler. Das Video wird das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Einfach weiter scrollen, nicht liken. Muss ich liken. Und wehe, ihr kommentiert irgendwas. Ist die nicht hübsch geworden? Gebe ich einen nervigen Kunden. Wenn wenigstens einer kommen würde. Ach shit, das war's. Kündigung ist raus. Ja, normaler Arbeitstag, ne? Ach, soll eine Fliege sein? Oh, ich dachte, die hat einen BH auf dem Kopf. Okay, let's go. Das ist eine Fliege, okay? Eine Fliege. Alles gut, Günther? Schmeckt es dir etwa nicht? Mathilda, es schmeckt richtig scheiße. Danke, Schatz. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ach, ich weiß mein salziges Kackhäufchen. Seit wann essen Fliegen Salat? Apropos salzige Kackhäufchen gibt es heute zum Nachtisch. Oh, du verwöhnst mich einfach, Liebes. Bin ein bisschen verwirrt. Ganzes Gym am Sporten. Okay, zeig her. Mädchen hat gerade den Satz Kniebeugen vor sich. Allerdings war das viel schwerer, als sie dachte und sie... Okay, 10 pro Seite plus Stange 20. 40 Kilo Kniebeuge als Frau. Stark. Kommt das Gewicht direkt nicht mehr hoch. Doch zu ihrem Glück ist direkt Hilfe für sie da gewesen. Doch es hat nicht gereicht und... Hölle, nein! Was macht ihr da? Wie spottet ihr? Ja, klar. Und wenn da jetzt noch ein dritter Mensch kommt, dann... Ich hoffe, es verletzt sich keiner. Es musste noch eine Person helfen. Kaum zu fassen, aber es war immer noch zu wenig. Doch auch mit denen kamen die nicht wirklich weiter. So langsam gingen den Leuten die Kräfte auf. Doch als dann gefühlt das halbe Gym am Spotten war, ging nicht nur eine, sondern gleich 2 Wiederholungen. Könnt ihr doch gerne ein Abo finden. Bitte so nicht spotten, ja. Also wirklich. Dieser Junge vertraut seiner Schwester kein bisschen am Steuer. Boah, würde ich auch nicht. Liebe Grüße an der Stelle an meine Schwester. Mädchen hatte gerade ihren Führerschein bestanden, also ließen ihre Eltern sie nach Hause fahren. Aber ihr 8-jähriger Bruder auf dem Rücksitz war total verängstigt und vertraute ihr mal so gar nicht hinter dem Steuer. Boah, der war halt einfach der Arme. Hey, der tut mir schon leid. Dieser Taucher aus Mexiko. Okay. Aus Mexiko hat etwas Außergewöhnliches entdeckt. Ein durchsichtiges, glänzendes Wesen, das... Oh, was? Das ist ein Tier? Ey, ich dachte, das ist so, keine Ahnung, so ein Ding für die Badewanne. So ein Thermometer, wo man dann Temperatur misst halt, ne? Wie ein Gummifisch aussieht. Doch das Lebewesen ist kein herkömmliches Gummitier, sondern ein sogenannter Salpidel, der die Tiefen des Meeres bewohnt. Nach der... warum drückt er das, wenn es ein Tier ist? Hallo? Bewunderung ging es für das außergewöhnliche Tier gleich wieder ins Meer. Vorne 3 Cheeseburger, einer ist mit Salzschub ausgestattet. Welche wollt ihr haben? 1, 2, 3. Ich sag, die Mutter beißt in den Salt Chip. Ah, was? Hast du die selber gemacht, die Burger? Nein, doch. Folgt für mehr. Dieser Mann hat den besten Job der Welt. Hey,
typischer Montag auf Arbeit oder so die letzte Woche vor den Ferien, wenn ihr einfach keinen Bock mehr auf Schule habt. Schau dir an, wie entspannt er in seinem Stuhl sitzt und er muss nur das Brot nehmen und es dann auf das andere Fließband legen. Aber es wird noch besser, weil die nächste Person schläft in seinem Stuhl und muss nur diesen Pinsel halten. Gibt's da nicht eine Maschine, wo das machen kann? Das ist doch Quatsch, dass das Menschen machen. Und damit es das Gebäck einschmiert. Wie viel würdest du pro Stunde wollen, um dort zu arbeiten? Also für kein Geld der Welt, ehrlich, cool, dass ihr das macht, aber auf gar keinen Fall würde ich das machen. Die Zeit vergeht einfach nicht. Was mache ich den ganzen Tag? Boah, ich habe halt 7 Brot eingeschmiert und habe 3 Stunden geschlafen. Dieses eine Girl, das denkt, sie sei im Film. Endlich hat sie ihre Haare. Ist das ein Duschlöcher mit einem Plastikstrohhalm? Wäre geil. Haare zu. Ey, Salina, deine Haare gefallen mir heute richtig gut. Solltest du öfter tragen? Oh ja, da kann ich immer so tun, als wäre ich in einem Hollywood-Film. Warte, ich zeig's dir. Wow, wow, wow. Fehlt nur noch roter Teppich, wenn das Mädchen in die Klasse reinläuft. Ich kenne die. Hatte auch so eine in der Klasse. Ich sag nicht ihren Namen. Ich muss aber lachen, wenn ich dran denke. Oh, oh Gott. Wie jede LAN-Party abläuft. Oh, Showtime. Immer gute Videos. Jede LAN-Party abläuft. Endlich machen wir das mal wieder. Ja, Mann, ich hab so Bock. Und wir zocken die ganze Nacht lang. Das wird so nice. So, das hier noch. Was hast du eigentlich alles? Hey, normal. Gaming-Monitor, Konsole oder PC, Maus, Tastatur, Cheats, alles. Ist dabei. Lukas, warum haben die so viele Sachen dabei? Wollen die bei uns einziehen? Können wir endlich starten. Ich warte seit 3 Stunden. Ey, ich hab keine Ahnung. Zu Hause geht's immer. Und jetzt funktioniert hier nichts. Hast du schon mal versucht, neu zu starten? Typischer technischer Fehler da. Einmal neu starten. Das ist genauso, wenn ihr irgendwie Internetprobleme habt und anruft und dann sagen die einfach, oh, einmal neu starten. Du hast dieses Gerät schon 5-mal neu gestartet, weil du ja kein Voll... Ihr wisst selber. Bla bla bla. Jungs, streitet euch nicht. Ist er schon um 21 Uhr betrunken? Oh shit, kurze Nacht für ihn. Komm, trink lieber ein mit mir. Ich hab's, es läuft endlich. Dann können wir jetzt endlich anfangen zu spielen. Bro, von links, von links, von links. Ey, Mann, ich höre nichts in dem Game. Es ist so schlecht, es macht überhaupt keinen Spaß. Sag mal, was ist denn das für eine Lautstärke hier? Wieso ich? Er hat doch. Nichts hat er, das sind deine Gäste. Hier ist jetzt Feierabend, das Internet geht aus. Oh. Auf den LAN-Partys, wo ich bin, hatten wir immer so einen eigenen Server und haben immer ohne Internet gespielt. Das war mit dem Video. Wir sehen uns morgen in dem nächsten Legend reagiert auf Shorts. Darum lasst ein Abo da. Bis morgen.